Hey Leute, immer wieder erleben wir, dass in unseren Lieblingsserien Charaktere ihr Leben lassen. Vielleicht, weil es schwer ist, mit diesem Schauspieler zusammenzuarbeiten oder auch einfach nur, weil es das Skript so vorhergesehen hat. Heute haben wir für euch die wahren Gründe, wieso diese 5 Charaktere sterben mussten. Los geht's! Nummer 5. Chefkoch, South Park. In der Serie South Park werden vom Christentum über das Judentum und dem Islam so ziemlich über alle Religionen Witze gerissen. Doch Isaac Hayes, der den Charakter des Chefkochs synchronisierte, war Mitglied bei Scientology und als diese Gruppe in einer Folge stark kritisiert worden war, kündigte er sofort seinen Arbeitsplatz als Sprecher des Chefkochs. 9 Tage nach der Kündigung bekam Chefkoch einen grausamen Serientod. Und die 4. Dr. George O'Malley. Grey's Anatomy. Theodore Raymond Knight verließ die Sendung Grey's Anatomy nach 5 Staffeln freiwillig, obwohl sein Charakter sehr beliebt bei den Fans war. Der Schauspieler äußerte sich zu seinem Ausscheiden mit der Aussage, dass die Kommunikation am Set einfach nicht mehr gestimmt und Produzentin Shonda Rhimes sein Outing als Homosexuellen stark kritisiert hätte. Manche vermuten, dass der unangenehme Tod von Dr. O'Malley eine Art Rache der Produzentin gewesen sein soll, denn er wurde von einem Bus erfasst und als Hirntod erklärt. Weiter mit der 3. Tuco Salamanca. Breaking Bad. Der Charakter Tuco Salamanca aus der Serie Breaking Bad wird von Hank Schrader erschossen. Schauspieler Raymond Cruz, der Tuco verkörperte, erklärte im Jahre 2015 in einem Interview: "Ich war nicht traurig, dass Tuco sterben musste. Es gab Tage, an denen ich bis zu 14 Stunden am Stück gedreht habe. Es war körperlich, emotional und auch geistig so extrem anspruchsvoll und entkräftend, dass ich froh war, als der Charakter erschossen wurde. Na, wenigstens konnte er für sich etwas Positives aus der Sache ziehen." Und die Nummer 2. Brian Griffin, Family Guy. Der Tod von Brian Griffin entsetzte viele Fans der Serie Family Guy, denn gerade er war durch die Abenteuer mit Stewie sehr beliebt. 2 Episoden später allerdings wurde Brian wieder in die Serie aufgenommen. Die Fans wunderten sich, wieso Brian überhaupt sterben musste, wenn er direkt danach wieder in der Serie vorkommt. Seth MacFarlane, der Erfinder der Serie, sagte, dass Brian nur sterben musste, um einen Schock bei den Zuschauern zu hinterlassen und den Zuschauern klarzumachen, dass obwohl oder gerade weil es eine animierte Serie ist, wirklich alles passieren kann. Ich würde sagen, eben deswegen. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1. Charlie Harper, 2½ Men. Einer der berüchtigsten Todesfälle der Fernsehgeschichte war der Tod von Charlie Harper. Es sollte eigentlich eine Hilfe für ihn sein, um sich wegen seiner Drogen- und Alkoholprobleme behandeln zu lassen. Die Produktion von 2½ Men wurde für den Serienstar Charlie erstmal angehalten, um ihn bei dem 3. Entzug im Jahre 2011 zu unterstützen. Kurz darauf gab er allerdings ein Radiointerview, in dem er den Serienvater Chuck Lorre attackierte und beleidigte. Daraufhin ließ Chuck Lorre den Charakter zur Premiere der 9. Staffel sterben. Tja, Karma. So Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt dieses Video. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres Video ansehen. Viel Spaß damit. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.